Hiermit überreiche ich dir diesen Schlüssel für mein Lebenswerk. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass ich die Praxis wieder alleine führen soll. Willst du, dass sie in deinem Leben rumfuschen kann? Leg dich nicht mit mir an. Jungs, ich steh nicht so auf Zicken. Boah, was ist das? Heißt du? Tschüss. Männer sind so scheiße. Die beiden spüren, dass zwischen ihnen eine Verbindung besteht. Oh. Okay. Sollen wir drüber reden, was gestern Abend war, oder? Nee. Sag mal, du magst doch normalerweise gar keinen Alkohol. Ich wollte ja auch eigentlich gar keinen Alkohol trinken. Aber? Dann habe ich halt gesehen, wie Basti und Feli zu diesem scheiß Picknick gegangen sind. Und dann hat's dich... Oh Mann, das ist mir so unangenehm, Mom. Ich habe mich vor Basti so richtig peinlich verhalten. Eigentlich muss ich mich direkt bei ihm entschuldigen. Oh, mein Kopf tut so weh. Mir ist richtig schlecht. Mom, mach was. Gut, was hältst du von einer eiskalten Cola? Koffein und Zucker super gegen Kater. Und du kannst dir die Flasche einfach so an die Stirn halten und dann sind die Kopfschmerzen auch weg. Mom, kannst du mir bitte eine eiskalte Cola bringen? Das mache ich sehr gerne, wenn du mir versprichst, dass das nicht zum Dauerzustand wird. Ne? Also ehrlich, Leo, Floskeln. Alkohol ist absolut keine Lösung, ne? Ich weiß. Also. Oh. Guten Morgen. Hi. Hey. Visita. Hm. Hey. Hey. Hab mal sehen, wie es dir geht. Hab mir gedacht, dass dein Kopf vielleicht ein bisschen brummen könnte. Hm? Ja, ein bisschen. Ein kleines bisschen. Deswegen habe ich dir eine Elektrolytmischung mitgebracht. Wirkt Wunder gegen Kater. Ja, Cola hat's auch getan, wollte ich gerade holen, aber... Ich könnte mir vorstellen, dass unsere Patientin beides vertragen würde. Hm? Ey, zwei Ärzte, geil. Immer her damit, ich nehme alles. Siehst du? Okay. Darf ich? Ja. Oh, ganz vorsichtig, vorsichtig. Alles dreht sich. Ja. Gut. So. Du sagst Stopp? Mehr. Stopp! Okay, gut. Das sollte reichen. Ich glaube auch. Wie viele Beutel passen noch rein? Es würden drei Beutel reinpassen, du darfst aber genau einen. Wollen Sie nicht übertreiben, ne? Aber ich brauche ganz viel. Ich brauche ganz, ganz viel. Ja. Gut. Okay. Wieso denkt Fabian, dass er kein guter Vater wäre? Okay. Lass es kurz ein bisschen mischen. Die zwei haben eine Verbindung zueinander. Und sie haben keine Ahnung, wie stark die ist. Und jetzt auf Ex oder langsam, wie du willst. Ich schulde ihnen die Wahrheit, damit sie sich als das sehen können, was sie sind. Ja. Yeah. Vater und Tochter. Besser? Wahr. Gut? Okay. Das ist gar nicht lecker. Das wird. Die Feier war ein voller Erfolg. Anders als geplant, aber erfolgreich. Tatsächlich? Also mein Auftritt ist völlig verpufft. Ja, das ist jetzt nicht so optimal gelaufen, aber bei nächster Gelegenheit. Wie viele Gelegenheiten werde ich wohl noch haben, um den Menschen im Gedächtnis zu bleiben? Niemand wird dich vergessen, Georg. Fabian wird dafür sorgen, dass sein Name in bester Erinnerung bleibt. Hm. Aber jetzt mal was anderes. Ich brauche mal deinen Rat. Ich habe da gestern was beobachtet und würde gerne wissen, was du davon hältst. Also, Fabian hat diese Leo wegen irgendwas getröstet und Sarah hat es mitbekommen. Sie war irgendwie so aufgewühlt. Kannst du dir da einen Reim drauf machen? Ich? Wieso ich? Du hast doch die Szene beobachtet. Ja, keine Ahnung, was in ihr vorgeht. Ich traue dir sowieso nicht über den Weg. Ich frage mich immer noch, was hat sie hier in Wiesenkirchen zu suchen? Und jetzt erzähl mir nicht wegen der schönen Landschaft. Ja, habe ich was gesagt? Du weißt ganz genau, was ich meine. Du hast mich von Anfang an, als ich hier ankam, vor ihr gewarnt. Warum? Ich hatte Sorge, dass sie sich in eure Ehe drängt. Und die war ja zu dem Zeitpunkt wirklich nicht besonders glücklich, oder? Oder sucht sie einen Ersatzvater für ihre Tochter und glaubt, dass es Fabian ist?
Was ist eigentlich aus dem leiblichen Vater von Leo geworden? Wegen dem ist sie doch damals zurück nach Berlin, oder? Woher soll ich das wissen? Ich bin eh der Meinung, du solltest dich mehr auf deine Ehe konzentrieren, statt dir den Kopf über Sarah Königs Männergeschichten zu zerbrechen, oder? Du willst es mir also nicht sagen. Okay. Ich finde die Wahrheit trotzdem raus. Hey, na, was macht die arme Maus? Es leidet. Hättest du Lust, mit mir vor der Arbeit noch ein Käffchen zu trinken? Klar. Wenn du was aus deinem Kännchen abgibst? Klar. Lass mir einen Schub übrig, ja? Ich bin dir um kurz ein feuchtes Tuch. Alles klar. Habe ich mich bei dir eigentlich schon dafür bedankt, dass du dich gestern so toll um Leo gekümmert hast? Ungefähr 330 Mal, ja. Und meine Antwort bleibt immer die gleiche. War doch selbstverständlich. Das ist schon bemerkenswert, dass Leo mir überhaupt von ihrem Liebeskummer erzählt hat. Kannst du dir wirklich was drauf einbilden? Offenbar vertraut sie dir. Schon witzig, ne? Als ihr beide in Wiesenkirchen angekommen seid, da war ich für sie der voll krassen Spießer, den sie nichts damit zu tun haben wollte. Ja, ich fand mich richtig blöd. Kann ich auch verstehen, ich meine, am Anfang wusste ich einfach nicht, wie ich mit ihr umgehen soll. Teenager finden aber einen ganz schnell blöd, ne? Ja gut, wir hatten unsere Anlaufschwierigkeiten, aber ich mag sie echt gern. Und ich freue mich, dass sie mich auch mag. Das ist wirklich eine wundervolle Tochter. Findet Leo auch. Also nicht sich, dich. Sie mag dich, das spüre ich. Ich würde gerne noch bleiben, aber ich muss echt los. Ich glaube, Resi, ich drehe langsam durch. Ja, raus, ab zu deinen Patienten. ich auch. Gleich Hausbesuch bei der Kerschbaum, auch Kreislaufprobleme, du weißt. Alles klar, dann sehen wir uns in der Praxis, ja? Genau. Okay. Hi. Hey. Ich bin nur auf den Sprung. Basti, warte, warte mal. Brudi, komm mal mit. Komm, wir gehen mal eine Runde. Komm, da komm. Ja, komm her. Komm. Brudi, komm. Komm jetzt mit. Komm, du alter Vollwitz. Komm, komm mit. Ich glaube, ich muss mich wirklich bei dir entschuldigen. Ich war gestern eingebildet und zickig. Und ich habe voll überreagiert bei der Sache mit Feli. Ja, das ist alles okay. Ehrlich. Wirklich? Ja. Ey, ich dachte, du hast so einen Hals auf mich. Quatsch. Alles gut, Leo. Heißt das, wir machen später was Schönes? Ich dachte, wir können vielleicht zum See oder so. Das ist schließlich mein letzter Ferientag. Ja, meiner ja auch. Und morgen geht die Ausbildung los. Also ich habe noch haufenweise Zeug zu erledigen. Aber wir sehen uns später. Danke, Mama, dass du dir Zeit genommen hast. Ich bin gerade ein bisschen durcheinander und das ist nicht gut für meine Patienten. Das ist ja kein Wunder. Nach gestern, als Fabian und Leo, als sie da so vertraut miteinander gesessen haben, das hat was mit mir gemacht, das tut's immer noch. Ja, du hast immerhin gesehen, wie es sein könnte, wenn sie wüssten, dass sie Vater und Tochter sind. Ich habe das Gefühl, dass ich Fabian jetzt die Wahrheit sagen kann. Weil sich seit gestern etwas verändert hat? Naja, weil ich bisher nicht wusste, wie er reagieren würde, wenn er erfährt, dass er Leos Vater ist. Aber seit gestern ist da sowas wie eine Art Bindung. Aber du, traust du dir das zu? Kannst du die Vorwürfe aushalten, die sicherlich von beiden Seiten kommen werden? Werde ich wohl müssen. Und hoffen, dass sie mir irgendwann verzeihen. Dann geh es an. Du weißt, ich werde immer an deiner Seite sein und dich unterstützen. In jeder Hinsicht. Danke. Wie genau sieht denn dein Plan nun aus? Zuerst rede ich mit Fabian, allein. Und je nachdem, wie er reagiert, wie ich reagiere, sehe ich dann weiter.